Hallo, herzlich willkommen hier zurück. Let's Play Warhammer in Times Vermintide. Man's Ramparts. Eine Mission, die ich noch nicht gemacht habe. Imperialer Soldat. Ich habe meine neue Handgun rausgeholt. So ein Mini-Gatling. Auch schrotflintenmäßig. Gefällt mir. Guck mal. Die auch so cool ist. Die hat irgendwie eine 10%ige Chance, wenn ich damit wen töte. Oder 5%, ich weiß nicht genau, automatisch die Munition nachzufüllen. Also könnte das ganz lustig werden. Okay, wir sind auf alle Fälle schon ein bisschen drin. So wie es aussieht, ich bin voll, aber es scheint sogar schon Richtung Ende zu gehen. Da wäre Dings gewesen. Ja, nimm halt schnell das Healing Draft. Ja, schön. Weiter pushen hier. Muss doch nachladen. War ich dann doch mal dran, aber war zu langsam sozusagen. Wir sollen die Höllenglocke finden. Gucken wir mal, die Höllenglocke hat. Wird auch wie die sein. Ja, okay. Hätte man auch nicht klettern müssen. Und auch wieder Zwerg einfach langlaufen. Was mir ja nicht so richtig gefällt, ist, dass der Baywatcher da hinten ganz alleine ist. Mal runterwerfen. Ich denke mal, die kommen wieder, aber dann können wir sie immer noch runterschmeißen wieder. Okay, der Waywatcher ist wieder da. Denke ich mal ein ganz gutes Zeichen. Den machen wir dann auch kaputt. Von irgendwo Gift. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, da alleine hinzugehen. Ja, kann das ganze Magazin rausjagen. Ja, doch, gefällt mir eigentlich. Und alle auf die Höhenglocke. Oder auf die Träger sozusagen. Ach, die kippt dann da bestimmt hinten durch. Okay, keine Chance. Ja, war ja mal ein Versuch wert. Der Schrotflinte wäre das vielleicht sogar was geworden. Aber nicht mit der. Irgendwas von Forschungsbird. Das war für etwas Schlimmeres. Ein Heal-Trank wäre natürlich besser, aber irgendwas ist ja immer. Ist das das letzte? Ne, 2 von 4. Vermute mal, das hat gar nicht so eine Reichweite.
dass das irgendwie vernünftig funktionieren würde. Naja, jetzt war er tot. Das dauert dann. Da ist auch noch der Anchor Point hier unten. Das Werk da oben macht mir ein bisschen. Ja, kommt. Ja, dafür ist die Elfe echt nicht schlecht. Die Knarre. Fällt mir. Auf alle Fälle besser als die Schrotflinte bis jetzt. Und bricht die Höllenglocke durch jetzt wahrscheinlich. Auch wenn wir uns nicht zu sehr von dem Spektakel fesseln lassen. Da ist sie gerade abgegangen. So, und jetzt noch zu Olgas Oleschas Wagen. Da haben wir den Anfang auf alle Fälle gut verpasst. Ja, vielleicht schaffe ich so ja dann nachher alle Level of Nightmare. Immer 5 Sekunden vor Ende reindrucke. Ein bisschen mehr war es jetzt doch, aber. Okay, ich bleib oben. Ne, okay, stimmt. Kommt naja, dann wechseln. Ist alle hier am Laufen. Mal ein bisschen Speed holen. Ja, deswegen macht man die in einer anderen Reihenfolge. Und einfach andersrum eh laufen muss. So, ich sehe, das war blöd. Und man offensichtlich da lang muss. Weiter hoch anstatt weiter runter. Tut es ja nicht, hm? Jetzt aber. Jetzt der eine da hinten. Da kommt noch ein Gatteroner. Da hinten. Oh, I'm out of ammunition. Ja, jetzt verlieren wir das ja auf den letzten Meter noch, oder? Der nicht kommt. Munition. Die Gasfolge wollen wir uns eigentlich jetzt nicht reinstellen. Was will der da unten? Ach, hier ist der Ausgang. Jetzt kommt doch noch was Dicks. Nee, wir standen da oben die ganze Zeit und der Wagen ist hier unten. Ja, so kann es gehen. Zum Glück kannte der sich ein bisschen aus. Das ist ja immer schon mal nicht schlecht dann bei sowas. So, alle am Leben. Gut, nur normal, nicht so schlimm. Das ist von der XP auf jeden Fall überschaubar, also sonst gar keine Würfel gefunden. Auch keine Tombs, ja, die Level sind da noch ganz schön voll, da muss und kann man sich noch ein bisschen umgucken. Eine ganz normale Karaki-S. Okay. Gut, dann schönen Dank fürs Zuschauen.
Ja gut, durch den Gatter, durch den Dings Gatling Runner habe ich natürlich relativ viel Schaden bekommen. Aber beim nächsten Mal mache ich das wieder gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.